Heute möchte ich das Gewicht von einem von unseren Holzblöcken hier messen. Ich habe hier dazu die Waage, die eigentlich nicht gemacht ist, um so kleine Gewicht wie die von diesen Holzklötzchen hier zu messen. Darum haben wir ein kleines Problem. Die Waage ist eigentlich gemacht, um das Gewicht von Babys zu messen. So, wenn ich jetzt das Blöckchen hier drauf tue, zeigt die Waage an 0,04 kg. Und man sieht sofort, dass unser Gewicht ist auf der letzten Dezimalstelle, die die Waage anzeigt. Die Waage ist eigentlich nicht schlecht gemacht, weil sie tut wenigstens nicht lügen. Sie sagt uns, wir haben nur eine Dezimalstelle mit signifikativen Nummern für unser Gewicht. So, wie löse ich das Problem? Willkommen zu Spielzeugzimmerphysik, wo wir das Spielzeug in unserem Spielzimmer brauchen, um Physikprobleme zu lösen. So, wie löse ich das Problem? Ich weiss, ihr denkt jetzt vielleicht, ja, wir könnten eine präzisere Waage kaufen. Aber was will ich euch sagen? Es gibt eine Möglichkeit, das Gewicht von diesem Block zu messen, ohne dass wir mehr Geld dafür ausgeben müssen. Wenn ihr jetzt denkt, ich mache die Waage auf, durch irgendetwas für Elektronik ändern oder etwas am Programm ändern, dann liegt ihr auch falsch. Die Lösung ist viel einfacher. Ich tue die Messmethoden ändern. Was ich brauche, ist eine Methode, die gruppieren heisst. Anstatt dass ich nur einen Block aufs Mal messe, tue ich mehrere Blöcke drauf, um das Ganze einfach zu machen, zählen. Und voilà, schon bekomme ich das Resultat mit 2 Dezimalstellen. Alles, was ich jetzt machen muss, ist das Resultat in 10 teilen und ich habe das Gewicht, das durchschnittliche Gewicht von einem dieser Blöcke hier mit 2 Dezimalstellen, ohne dass ich irgendetwas an der Waage ändern musste oder Geld ausgeben, um eine neue Waage zu kaufen.